Moinsen, willkommen bei LZ Parts, dem Tuningzentrum der Lüdemann und Zankel Gruppe beziehungsweise dem Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG hier in Kaltenkirchen. Ja, da habe ich auch unser neues Spielzeug hier sozusagen, Dacia Duster Trax. Das ist sozusagen ja, das Projektfahrzeug aktuell und ich habe natürlich gerade eben erstmal die Linse vom Handy sauber gemacht. Mit dem Mikrofasertuch, das ist jetzt so richtig schön klischeehaft, oder? So mal ein bisschen Werbung machen. Findet ihr bei uns im Shop. Das Ding kann 1 Liter Wasser aufnehmen. Richtig heftig. Des Weiteren, Kofferraumbeleuchtung. Das ist auch immer wieder so ein Thema. Ich habe hier, natürlich sind die Dinger nicht günstig. Man kann damit aber eine Menge machen. Und jeder dieser Streifen hat 2,4 Watt, glaube ich. Wenn du 2 davon nimmst, dann hast du 5 Watt. Und das entspricht dann sozusagen der Leuchteinheit, die da momentan drin ist, serienmäßig, aber das ist ja eher eine Funzel. Und da kann man eben halt was Schönes draus machen, ohne dass da irgendwie was passiert, weil die Teile sind auch geprüft. Da gibt es einen richtigen Hersteller für und wenn damit mal was schief geht, ja, dann hat man auch jemanden, den man greifen kann. Was habe ich hier vor? Ich muss hier eine Anhängerkupplung anbauen. Dafür muss ich natürlich die Rückleuchten ausbauen. Das wird aber ein längeres Video. Das mache ich bei YouTube und das mache ich dann eher quer. Und ich muss jetzt hier... Klappert nicht, ne? Also, auch wenn man es so macht, klappert das nicht. Weil der Kennzeichenträger, der hier drauf ist, der ist gedämpft. Den findet ihr aber auch im Shop. Ich hoffe, das kann man alles sehen. Ich muss mal den Wagen höher fahren. Denn ich hab da so eine Idee. Ich muss mal hier, wenn ich euch so ein bisschen drehe, das ist jetzt ein Short, ne? Also ein Short-Video, wobei das doch ein bisschen länger wird, weil man kann nicht alles so schnell. Das ist diese UK-Rücklampe, die kommt hier rein. Also ich bin ja ein Fan der Gleichmäßigkeit, das heißt rechts weiß, links weiß. Hier wird es noch umgemünzt auf Rücklicht. So, weil hier sind alle Prüfzeichen drauf, die diese Lampe benötigt. Falls es da wieder einen TÜV-Prüfer gibt oder so etwas, der was dagegen einzuwenden hat. Also hier sind alle Prüfzeichen auf dem Lampenglas drauf. Aktuell haben wir hier eine Nebelschlussleuchte drin. Den Sockel findet ihr zum Beispiel auch im Shop. Ihr findet die UK-Lampe im Shop. Die tauschen natürlich hier gegen aus. Und was fehlt uns dann? Richtig, Nebelschlussleuchte. Und die will ich zentral setzen und ich will mal was anderes machen. Also ich muss hier mal eine Schraube lösen. Einmal hier. Also viele wechseln ja diese Inlays. Das wird hier auch passieren. Keine Brille auf, aber es geht schon nach Gefühl. In Schwarz. Das wird hier auch passieren. Wir werden auch in Schwarz wechseln. Bedeutet, das silberne Inlay, was hier drauf ist, das demontiere ich jetzt. Ich glaube, ich brauche euch nicht so hoch. Wir nehmen mal ein bisschen weiter runter und schwenken euch ein Stückchen weiter so darüber, damit man das gut sieht. Dann machen wir nochmal die Heckklappe auf. Und dann müssen wir hier ein bisschen ziehen. Da auch ein bisschen ziehen. So, und dann klippt das sauber aus. Von diesen Teilen, im Grunde genommen ist das nagelneu nur demontiert, habe ich ein paar mehr. Also falls euers so richtig doof aussieht oder aus Versehen irgendwo gegengefahren, wie auch immer, dann... findet ihr auf LZ Parts, also www.lzparts.de
lzparts.de findet ihr zwei WhatsApp-Nummern. Also eine WhatsApp, die ist für Versand und Logistik, wenn irgendwas bei der Bestellung schiefgelaufen ist, irgendwie eine Bestellung hakt, irgendwo ein Problem ist, alles was Bestellung betrifft, braucht ihr mich nicht anschreiben. Und bitte nur schriftlich, weil wir haben da ein Problem gehabt mit der eSIM, das wird noch ein bisschen dauern, deswegen könnt ihr ja nicht anrufen, deswegen geht da auch keiner ans Telefon. Die ist ja auch nicht zum Telefonieren da, sondern zum Chat. Und für den Chat funktioniert sie immer noch. Da wird es aber demnächst eine neue Supportnummer geben für den Versand, wenn das alles geklappt hat. Die Nummer darunter ist für den Support, für den technischen Support. Da schreibt ihr mich an und bitte nur während der Geschäftszeiten und nicht irgendwie abends zu Feierabend und am Wochenende und all diese Dinge. Das ist immer ein bisschen doof. Okay, also es gibt ja noch ein Privatleben, nicht nur Arbeit. Also ich habe hier von einer anderen silbernen Blende, die nicht mehr so schick aussah, ist dahinter so ein absoluter Nullpunkt hier. Der ist gekennzeichnet, wenn man den abnimmt. Und da habe ich mal durchgebohrt. Da muss man mal gucken. Werde ich mal hier aufsetzen. Und wenn ich bei diesem Nullpunkt gebohrt habe, dann kann ich ja jetzt wieder bohren. Jetzt setze ich aber die Brille auf. So geht das nicht. Sonst geht das am Ende noch schief. So eine ganz kleine Bohrung. Wir fangen ja ganz klein an. So. Und ich bin ja ein Fan des Einlassens. Und das sieht so richtig schön absolut mittig aus. Wenn ich dieses Loch jetzt vergrößere, wo habe ich sie denn? Dann kann ich da eventuell diese LED draufsetzen. Ja? Nee, ich bohre jetzt nicht. Das zieht das Video nur in die Länge. Ich zeige euch lieber, wenn das wirklich geklappt hat, zeige ich euch lieber das Ergebnis. Weil ich bin ein Fan davon, was einzulassen, dass rundherum der Rahmen richtig schön drauf sitzt. Bin mal gespannt, ob es klappt. Ansonsten werde ich das Ganze verwerfen und dann schraube ich das wieder unten an die Kante ran. Ne? Anhängerkupplung kommt ja auch noch ran. Heckbügel kommt auch noch dran. Und wenn die Anhängerkupplung dran ist, dann lassen wir das ganze Auto mal runter und dann messen wir mal. Ich habe nämlich vor kurzem so ein, ja, wieder Lach- und Sachgeschichten. Wollten TÜV-Prüfer praktisch das Fahrwerk, welches wir ja auch hier anbieten vom Bilstein mit Eibach, 30 mm Höherlegung, nicht abnehmen, weil die Kupplungskugel viel zu hoch stand. Aber dazu dann später mache ich noch wirklich ein Short-Video. Okay? In diesem Sinne hoffe ich wie immer, dass ich erstmal weiterhelfen konnte, euch vielleicht auch ein bisschen neugierig machen konnte, euch ein paar Sachen zeigen konnte, die man so im Verbund bestellen kann, weil das macht die Versandkosten dann wiederum günstig, weil ihr die Sachen nicht überall quer besorgen müsst. Die Lampe hier und die Lampe da und das nächste da. Dann kommen ja ein paar Mal Versandkosten auf euch zu. Hier gibt es alles eben halt aus einer Hand. Okay, hoffe wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und jetzt gilt's wie immer. Bis denn dann.